Mein Schiff 5. Wer ist denn heute? 24.07.2021, irgendwo in Griechenland. Wo wir heute sind, fällt mir gleich wieder ein, wenn ich wach bin. Es ist 7:26 Uhr. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit in einem Tag als Crew im Fototeam. Ah, let's go! Wir sind heute in Rhodos und wie täglich überlege ich, was ziehe ich denn heute an? Eine beige Hose? Und ein schwarzes Oberteil oder ein schwarzes Oberteil und eine beige Hose. Ja, das ist unsere offizielle Draußenuniform. Ab 18 Uhr drin haben wir noch eine andere. Das zeige ich euch später. Es ist unglaublich, was man den ganzen Tag alles mit sich rumschleppt. Meine Uhr, die mache ich jetzt dran. Das Name-Tag, das mache ich auch gleich dran. Dann haben wir einmal ID und Safety-Card. Wo ist es? Dann haben wir einmal Deckphone, Telefon. Das Telefon brauche ich, wenn ich rausgehe. Das ist zugehörig zur Kamera, um die Bilder von den Gästen zuzuordnen. Hier habe ich drin. Oh Gott. Sorry. Ersatzakku für die Kamera, Ersatzspeicherkarte und Batterien. Und dann haben wir noch die Maske. Und dann bin ich vollgepackt bis oben hin. So, 7.36 Uhr. Ich bin halbwegs frisch. Ich war gerade im Bad. Und in einer Stunde muss ich an der Gangway sein. Also mein Tag. Oh, Schuhe anziehen. Beginnt heute früh. Erstmal mit dem Frühstück und danach mit der Gangway. Also das bedeutet, ich gehe raus vor das Schiff und fotografiere die Leute mit dem Schiff im Hintergrund. Und das mache ich 2 Stunden. Und danach bearbeite ich die Bilder und dann nehme ich euch mit. Mein Kollege, also wir sind momentan zu zweit und mein Kollege, der ist heute beim Landausflug draußen. Der begleitet einen Landausflug. Das ist mal so, ob wir einen Landausflug begleiten. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ich bin aber nicht böse, wenn ich mal keinen begleite, weil irgendwann habt ihr auch sehr viel gesehen, sagen wir es mal so. Und deswegen schön, wenn wir rausgehen, wenn wir Landausflüge begleiten. Aber auch schön, wenn man dann einfach mal am Schiff bleiben kann. Und keine Ahnung, schwer zu beschreiben. Und deswegen, ich starte heute mit der Gangway. Und danach bearbeite ich die Bilder. Und danach bearbeite ich noch ein paar andere Bilder. Und danach habe ich noch ein bisschen Office-Arbeit. Und danach kann ich wahrscheinlich raus, weil wir sind hier direkt bei Rhodostadt. Und das mittelalterliche Zentrum von Rhodostadt ist genau im Hafen. Ich bin jetzt beim Frühstück angekommen, genieße noch die letzten Minuten vor dem Sturm. Und oftmals höre ich einfach viel Musik, um nochmal so ein bisschen abzuschalten. Weil die Tage können teilweise manchmal schon recht lang werden. Wie zum Beispiel gestern bin ich auch erst 23:30 Uhr abends aus dem Büro raus, weil sehr viele Bilder angefangen sind, die dann bearbeitet werden wollten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Hintergrund, dieses Kuckeln. Wir legen übrigens gerade an, das ist dieses Geräusch. Und heute ist aber ein eher durchschnittlicher Tag, also das heißt, die Arbeit hält sich in Grenzen und wir haben auch keine privaten Fotoshootings, keine Hochzeiten. Das sieht morgen wieder ganz anders aus, da haben wir direkt drei private Fotoshootings und eine Hochzeit, naja, keine Hochzeit.
gleich. So. Und deswegen bleibt heute auch ein bisschen Zeit für Freizeit. Ist ja auch seit gestern leer. Also jetzt erst was mehr. So, startklar, ab an die Kingway. Ich liebe ja den ewigen Sommer, ne? Also einfach den Gedanken, dass du weißt, du brauchst früh. Du kannst früh aufstehen und brauchst einfach nicht gucken, wie das Wetter wird, und du weißt trotzdem, dass du das Richtige anhast. Kurz, ich liebe Sommer. Hier stehen jetzt schon die Ausflugsbusse parat. Und guckt euch das an. So groß und so schön. So, mittlerweile ist es kurz nach 10. Ich habe meine Gangway beendet draußen und bin jetzt reingegangen. Stehe in der Fotogalerie. So sieht das hier aus. Und ich mache jetzt einfach mal einen Rundgang, gucke mir alle Bildschirme an, ob die noch laufen, ob alles okay ist. Aber es sieht alles gut aus. Deswegen geht's jetzt ins Office. Im Bereich einer solchen Tür aufhalten, achten Sie bitte auf die Anweisung unserer Besatzung und passieren Sie die Tür nicht, solange sie in Bewegung ist. We will close all watertight doors now. Ja, wir haben gerade einen Drill am Laufen. Normalerweise müsste ich teilnehmen, aber aufgrund dessen, wir haben ja unsere Safety Cards, haben verschiedene Farben und manchmal picken die halt nur eine Farbe raus von den Leuten, die dann halt am Drill teilnehmen müssen. Und deswegen bin ich heute nicht dabei. Und ja, im Office angekommen, mache ich jetzt erstmal so Office-Arbeit. Ich check die E-Mails. Und dann bearbeite ich meine Bilder und mache noch ein paar andere Sachen. Mittlerweile ist es 12.17 Uhr und ich habe meine Office-Arbeit soweit erledigt. Die Bilder sind hochgeladen. Und das bedeutet, ich gehe jetzt mal gucken, was es in der Messe zum Essen gibt. Also quasi, das ist dort, wo wir essen gehen. Und wenn ich heute mal nichts finde, was mich jetzt so anspricht, werde ich einfach mal draußen essen gehen. Heute ist ein guter Tag. Heute gibt es Ente, Nudeln und Kartoffeln und ein bisschen Gemüse. So wohnt man übrigens als Crewmitglied auf dem Schiff. Das ist meine Kabine. Ich habe auch einen Schreibtisch und ein separates kleines Badezimmer. Es ist nicht groß, aber es ist meins. So, what time is it? Klamotten wechseln, Siesta, ab an den Strand. Let's go to the beach today. Beautiful big lady. So sieht es hier aus. Amazing. Ein verlorenes Fahrrad steht noch dort. Da liegt noch eins. Alle Ausflüge sind schon unterwegs. Und da hinten ist der Strand. Das ist so geil, dass er einfach direkt neben dem Schiff ist. Legenden besagen, dass dort am Eingang vom
Hafen von Rhodos, der Koloss von Rhodos, gestanden haben soll. Dem ist aber nicht so. Da wirst du hier auf jedem Ausflug aufgeklärt, dass dementsprechend nicht so ist. So, let's go to the beach. Der Blick auf das Schiff, das ist gerade Wahnsinn. Das sieht gerade mega toll aus hier. Es ist übrigens Hochsommer gerade in Griechenland. Es ist unglaublich heiß. Also wir haben hier heute die Sonne, die brennt richtig auf der Haut. Also wirklich richtig. Ich vermute mal, es sind locker 37 Grad. Also es tut mir leid für alle die Leute, die heute nach Lindos fahren. Den Landausflug nach Lindos gebucht haben. Lindos ist nämlich von Rhodos der heißeste Fleck, den es überhaupt gibt. Und da sind Temperaturen über 40 Grad normal. Also bin ich froh, dass ich heute Gangway hatte. Yes! Das sieht gut aus. Strand voraus. Und das ist das Schiff. Wahnsinn. Das Wasser ist der Wahnsinn. Gerade drin gewesen. Mega. Schön erfrischend. Passt. Mittlerweile bin ich nicht mehr am Strand. Ich bin mittlerweile in die Altstadt von Rhodos gelaufen, um mir einen Kaffee zu suchen, wo ich gerade einen amazing Milkshake hatte und einen Kaffee getrunken habe. Jetzt muss ich gleich wieder zurück zum Schiff. Aber ich nehme euch noch ein bisschen durch die Altstadt mit. Also die Altstadt könnt ihr euch hier so vorstellen. Ich zeige euch mal, ich drehe mal die Kamera rum. Ihr habt hier halt so Krimskramsläden, Souvenirläden mit Magneten, Armbändern, Kleidern. Landestypische Dinge. Und so sieht das Ganze hier aus. Ich nehme euch gleich noch ein bisschen mit. Und ich laufe jetzt wieder zum Schiff. Es ist schon mega nice hier, der Flair. Du hast diese schmalen Gassen und der Flair ist schon echt toll. Also es ist alles sehr mittelalterlich. Und der Charme ist auch komplett erhalten geblieben in der ganzen Zeit. Das ist schon verdammt nice. Da saßen gerade Gäste von uns. Also wie ihr seht, hier gibt es halt wirklich diese typischen Sachen. Mützen mit Rhodos drauf, Hüte, Schals, Schleudern. Armbänder mit Muscheln, Magneten, Eis. Landestypische Sachen haben wir hier aus Holz. Sehr, sehr tolles Zeug. Schmuck. Also halt so diese typischen Souvenirgassen, Straßen mit tollen Kleidern. Weiterlaufen. Und da haben wir Oliven. Oh mein Gott, ich will ja unbedingt immer mal diese so einen Beutel mit den Oliven kaufen. Das Problem ist einfach nur, solche Sachen dürfen wir nicht aufs Schiff nehmen mit. Weil alles, was verderblich ist, darf nicht mitgenommen werden. Die Gäste haben nämlich zum Beispiel keine Kühlschränke auf den Kabinen. Und wir haben das, aber wir dürfen es nicht. Also wir dürfen es trotzdem nicht. Die Gäste haben halt keine Kühlschränke, weil wenn man die Kühlschränke auf allen Kabinen weglässt, wird unglaublich viel Energie gespart. Und das ist einer von vielen kleinen Faktoren auf dem Schiff. Oh, guck mal, das sieht nice aus. Ja, wo man halt Energie sparen kann. Und muss ich hier lang? Ja, genau. Und es sind halt unter anderem die Kühlschränke. Das heißt aber nicht, dass du kein gekühltes Wasser oder so trinken kannst. Du hast halt
in den Treppenhäusern auf dem Schiff, in den Passagierbereichen, so Wasserspender, wo du jederzeit gekühltes Wasser holen kannst. Und wo kommt die Musik her? Oh mein Gott, guck mal da oben. Wie geil ist das denn? Mega. Genau, und deswegen gibt es halt auf den Kabinen keine Kühlschränke. Aber ich bin ja so ein mega Fan von Oliven. Ich liebe Oliven. Aber jeder denkt jetzt wahrscheinlich erstmal so an diese typischen Oliven aus dem Supermarkt, die gar nicht so. Die sind einfach nur langweilig. Ich meine jetzt so richtige Oliven aus hier wie Griechenland, die wirklich noch speziell eingelegt sind in solche Sachen. Die wirklich Geschmack haben und gut sind. Sowas meine ich. Und ja, die gibt es halt hier. Kann ich nur nicht mitnehmen. Guck mal da. Auch mega krass. Und es ist verdammt groß. Schon nice. Ich melde mich wieder, wenn ich am Schiff bin. Bis gleich. Zurück am Schiff angekommen. Jetzt muss ich mich tatsächlich doch ein bisschen beeilen. Danke. Safety Zone, Kamera aus. Puh, ich bin wieder drin. Das war eine verdammt schöne und erfüllende Pause. Also wirklich. Heute war echt gut. Ich mache mich jetzt so fertig für meine nächste Duty, die Abend-Duty. Und dann noch ein bisschen Office und dann fast Feierabend. So, was ziehen wir heute Abend an? Marineblau oder Marineblau? Moin. Ja, die Entscheidung zwischen Marineblau und Marineblau ist mir nicht leicht gefallen, aber wer hätte es gedacht, es ist Marineblau geworden. Genau, das ist unsere Uniform, die tragen wir ab 6 Uhr abends. Und das ist die etwas schickere Variante für auf dem Schiff. So, mittlerweile bin ich in meiner Abendschicht angekommen und ich habe heute das Iris-Shooting in der TUI Bar. Ich zeige euch mal mein Setup. Das Ganze mache ich heute von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Und so sieht das Ganze aus. Das ist mein Setup. Mit den Auslagen. Nebenbei bearbeite ich schon einige Augen am PC. Das ist die Kamera dazu. Sieht aus wie ein Monster. Genau, ein Blick hinter die Kulissen. Das Ganze ist schön beleuchtet mit einer Lampe. Das Ganze mache ich jetzt noch 1-2 Stunden. Feierabend! Wir haben es mittlerweile 10.10 Uhr, also 22.10 Uhr. Und der Tag ist geschafft. Der Tag war sehr durchmischt. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Pause heute. Und die Arbeit war auch sehr angenehm. Also kann mich nicht beschweren und
Jetzt ist es geschafft. Ich hatte bis 21 Uhr die Shootingstation. Dann haben wir noch 15 Minuten das Ganze wieder abgebaut und ins Büro getragen. Und dann habe ich im Büro noch so ein bisschen Schreibkram gemacht, was so die tägliche Arbeit an Schreibkram ist, was anfällt. Nochmal E-Mails gecheckt, E-Mails beantwortet und den Tagesabschluss geschrieben. Und jetzt ist es geschafft. So, ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ihr könnt ja gerne mal unten einen Kommentar da lassen, ob ihr eine Fortsetzung von Ein Tag als Crew haben möchtet, ob das interessant war, weil ich meine, es wäre im Endeffekt ein weiterer Tag als im Tag als Crew. Ein weiterer Tag als Crew. Ja, genau so. Aber hier auf dem Schiff ist es bei mir Tatsache so, dass kein Tag dem anderen gleicht. Wir haben immer andere Shootings, immer andere Dinge, die wir erledigen müssen. Also lasst mal einen Kommentar da und sagt, ob ihr das nochmal sehen wollt, sowas in der Art. Und ja, dann würde ich mich damit jetzt verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao.